Scherer anwesend. Alle gewannen einst in St. Moritz WM-Medaillen. Die Geschichte des Bobs wurde durch Giancarlo Torriani, der mit einem Feierabend-Viererbob hinunterfuhr, bestens vorgeführt. Der legendäre Feierabendschlitten kommt zu einem großen Auftritt dank dem Oldie Bob Club Bivio. Giancarlo Torriani, der ehemalige Präsident des Schweizerischen Bobverbandes, WM-Teilnehmer 1977, zeigt uns hier dieses unglaublich schöne Feierabendmodell auf einer Fahrt zusammen mit Peter Hegetschwiler, Reto Matossi und Markus Schmid. Bekannt wurde der Feierabendschlitten natürlich dank Fritz Feierabend. Er ist eine Legende im Bobsport aus Engelberg. Von 1933 bis 1955 war er aktiv. Sein Palmarès: 15 Weltmeisterschaftsmedaillen, 5 Olympiamedaillen und 10 Schweizer Meistertitel. Nur 2 Schweizer gewannen mehr Medaillen als Fritz Feierabend, nämlich Erich Scherer und Gustav Weder. Gebaut wurde der Schlitten von Fritz Feierabends Vater. Karl Feierabend war der Konstrukteur dieser Schlitten und ermöglichte so die Feierabend-Bob.